jetzt die Augen aufmachen? Noch nicht. Überraschung. Oh mein Gott. Mama sagt, du hast einen Extrakuss verdient. Ich liebe euch mehr als alles andere auf der Welt. Mrs. Hansen? Aha. Ich muss Ihnen etwas Trauriges sagen. Ihr Mann hatte einen Autounfall. Er ist noch am Unfallort gestorben. Mom, ich bin nicht darauf vorbereitet. Niemand ist auf so etwas vorbereitet, Schatz. Wirklich anfühlte, als wäre es tatsächlich geschehen. Es war nur ein Traum. Alles wird gut. Ich wache auf und er ist tot. Ich wache auf und er ist am Leben. Offensichtlich haben Sie es mit Wahrnehmungsstörungen zu tun. Ich wache morgens auf und finde heraus, dass mein Mann schon wieder tot ist. Das lässt sich wohl nicht mit Wahrnehmungsstörungen erklären. Ihr Mann starb am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall. Merkwürdig. Sie war am Dienstag in meiner Praxis und behauptete, er wäre schon tot gewesen. Sie sprach von seinem Tod vor dem Unfall? Ja. Oh Gott. Es ist nie zu spät, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist. Aber ich weiß nicht, wofür ich kämpfen soll. Sandra Bullock. Wenn ich Jim sterben lasse, ist das so, als ob ich ihn töten würde. Die Vor.